bin nämlich jetzt die Shimano. Tag 2, dann nehme ich lieber das G3 wieder. Shimano nehme ich mit. Klinkhoff. Gut, ich habe nichts geskillt, von daher kann ich jetzt auch nicht mehr Arzttaschen mitnehmen oder so. Und das Sentry Gun. Wir kriegen noch Erfahrung. Wir kriegen noch Erfahrung, Leute. Aber so viel wird's nicht mehr. Der Hauptbatzen ist hinter sich. Ja. Ich denke mal, bis 60 werde ich noch gehen, aber das war's dann auch. Über 60, 20. Muss ich noch irgendwas anderes? Scheiß. Einpacken. Nimmt eine Sentry Gun mit, wenn ihr könnt. Okay, dann nehme ich eine Sentry mit. Sentry Gun, stimmt, bei dem Tag ist das gut, weil die lenken das Feuer auf sich. Das ist richtig. Du hast gut abhängbar. Gut. Ich hab ja auch. Wir machen erst den Handel ganz normal. Ja. Dann können wir alle gleichzeitig unsere Sentry legen, das ist eigentlich geil. Eben. Und die gleichzeitig legen und dann einfach umbauen. Vor allem, weil Walle und Krümchen, die dann quasi auf der zweiten Etappe, wo wir die Taschen hinschmeißen, legen werden. Okay. So, nicht anvisieren und so, ne? Ja. Wir machen das nicht zum ersten Mal. Nicht? Wir jetzt zugucken. Soll ich mal machen? Soll ich Luft schießen? Ach, endlich vernünftige Waffen haben. Achso, wir sollten vielleicht den Shit daher tragen. Alle laufen los, weil es der einzige ist. War das der nicht rennen oder geht rennen? Rennen geht, ist kein Thema. Ja, Hauptsache war das der einzige Scheißerstreit. Hauptsache nicht zielen und nicht schießen und so ein Käse. Welche Waffe dabei? Weiß gar nicht, ich glaube sogar, dass du zielen kannst, aber keinen von denen ins Visier nehmen darfst. Leute, schafft ihr es hier nicht, die Tasche dahin zu schmeißen, oder was? Ja, und nicht die Taschen wieder runternehmen, weil sonst werden die auch besitzig. Ja, so. Ja, man kann's ja sehen. Ja, ich hoffe nur, die verarschen uns jetzt nicht, sonst geht zu viel hier. Ja, dann starten wir halt neu. Oh, die schießen! Okay, alles klar. Die haben Waffen gezogen. Ja. Neu starten. Ich würde es vernünftig machen, neu starten. Fuss, Senfi! Fass! Was? Warum schießt er nicht? Weil er keine Gegner im Visier hat? Es standen welche vor mir! Okay, Fuchs. I spoke to Hector. The Mendoza higher-ups are fleeing the country, but Hector is... Gemeine, fiese... Gangster. Wie können die so gemein zu uns sein? Okay, diese Gangs. Hallo? Wir wollen dasselbe machen. Was? Nein. Wie? Wir sind die Guten. Genau. Aus Crew, hallo. Ja. Schmeiß das mehr. Wir sind vielleicht gut in dem, was wir tun, aber deswegen noch lange nicht die Guten. Was? Nein. Wer weiß, ob die Tasche rein. Hui! Ja, das geht doch nicht. So. Oh Gott. Ja, gut. So. Brauchst du noch, wenn der Mittwoch kommt? Sie waren drei Taschen, also wir können zu dritt hochgehen. Zu dritt, okay. Ich. Was? Ja. Oder auch zu viert, das spielt keine Rolle. Ihr könnt alle mitkommen. Die machen ja nichts. Die bringen die Taschen Geld weg und alles ist gut. Ich fühle mich so langsam. Ich schmeiß den Kram mal den Gang runter, dann könnt ihr da ein bisschen schneller ran. Oh, ich hab ein Paket gefunden. Moin, Brüder. Das sind vier Geldtaschen übrigens. Achso, ja, Walle, weil... kommst du bitte auch? So, das sind die Infos, die wir brauchen. Hier ist eine Geldtasche. Und da ist die letzte und wir können. Interessanterweise machen wir den ganzen Meth- und Geldkram nur, um am Ende die PIN-Codes für das C4 in den Koffern zu kriegen. Aber was tut man nicht alles für Geld, ne? Ja, mehr Geld verdienen. Ah, nee, gar nicht. Doch, was? So, jetzt zwei, bitte, einer positioniert bitte eine Sentry hier. Damit die hier hinten auf dem Dach sind, wegkommen. Gut, Walle, machst du das? Gut, ich mach das, okay. Positioniert eine Sentry bitte ungefähr hier. Jo. Und ich mach sie hier. Genau, und ich leg die hier aufs Dach. Sagt Bescheid, und wenn ihr...
Go. Oh. Big. Und jetzt Taschen. Jo. Ach, Hauptsache, ich leg erstmal einen Molotow. Du Mann. So. Ach ja, was tut man nicht alles für Geld? Feuerstoff kommt bisher. Richtig. Du musst mich heben. Heben? Hema? Ich liege. Ist so ein Bier? Ja, das muss. Haben wir alle Taschen? Das sieht ganz danach abhauen. Aus. Abhauen. Töpfchen? Schnell? Ja, ja. Ich bin da. Dartboard. Bonus. Okay. Und schon wieder ein Treppenhaus. Ach so, nein, okay. Für Dingens. Ja, ja, für. Ah doch, ein, zwei Level könnt ihr wohl machen. Ah, na. Ich hab jetzt, ich will 57, also ich hab 2 Level gemacht. Wie ist das? Ach, scheiße, ich hab eben gar nicht die Statistik angeguckt von mir. Na, egal. Ich hab auch 2 Level gemacht. So. Die Unterschiede, die ihr übrigens zwischen, Krömchen und Walle seht, sind die extra Erfahrungspunkte durch den höheren Prestige-Level von Walle. Der hat mehr Zeit mit mir gespielt, deswegen ist der schon so. Was hier ganz wichtig ist, ich möchte es nur mal kurz erwähnen, ist, dass ist der Pilotenass-Vorteil, damit man weiß, wo der Heli ankommt. Der kommt dann nämlich immer an der gleichen Stelle. Pögi, willst du noch Munition mitnehmen? Oder gut, Munition brauchen wir nicht. Ich nehme sie trotzdem mit. Einer kann sie ja mitnehmen. Ja, ihr haut den Arzt schon mit. Nein, die nehme ich mit. Ich habe 2. Ja, was soll ich denn mitnehmen? Ja, die Sentry, ja. Dann kannst du ja trotzdem behalten. Einfach Sentry. Und dann stellen wir die. Gehen wir schießen und ihr geht aufmachen oder was? Nein, ihr geht aufmachen. Wir haben die besseren Waffen, wenn überhaupt. Aber ich werde mit aufmachen und Pengbas wird das erstmal alleine machen. Und wenn Pengbas Hilfe braucht, dann sagt er Bescheid. Dann komme ich raus und ihr kümmert euch weiter um die Taschen. Alles klar. Wir haben alles vorne an den Bus. Vorne ins Führerhaus und von da aus dann links nach hinten, wo der Heli landet. Auf geht's. Oh. Warte mal. Hoffen wir mal darauf, dass wir keinen Lech haben. Ich glaube, ich nehme die Shotgun. Ein Witz hier. Ups. Falsche Richtung. Tschüss. Schild aufladen und weiter. Oh, mein Gott. Ich hab auf die Fresse die ganze Zeit. Ja. Jetzt bleiben sie aber. Alter, entspannt euch. Was macht ihr denn? Sterben? Anscheinend. Gut, gut, gut. Sag mal. Ja. Läuft bei uns. Ja, aber sag ich, hatte kein C4. Alter! Irgendwas? Gibst du mir auf? Okay. Soll ein zweiter mit rauskommen? Nein, daran lag's nicht. Alles gut. Gott, das Ticken macht einen ja tickerig. Ja, wie bei von Winnie-Pooh. Aua, 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 aua. Das ist C4 in die Luft gejagt. Die kaputt? Ja, geil. Gleich tot. Ist das jetzt euer Ernst? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Bin ich? Ich seh nichts. Ich auch nicht. Alles Alter. Ist hell. Alles ist Licht. Ja, das ist richtig. Hoch, weg, weg, weil ich sterb eh da drinnen. Grau? Doch, grau, ich bin im Knast, Alter. Dann lauft rüber. Ich liege. Ja. Ich hab's eben zweimal gehabt, dass ich dreimal F drücken musste. Bevor der das angenommen hat.
Dabei bist du Host. Nee, gar nicht, warte. Nee, bist du gar nicht. Kühl ist Host. Nein, bin ich nicht. Alter. Was da du streamst, ja, durchaus irgendwo Sinn ergibt, weil... Das kann sein. All der Stress auf deiner Leitung. Deswegen solltest du vielleicht als Letzter oder überhaupt gar nicht das machen. Ja. Hat doch bisher immer funktioniert. Ja, das habe ich auch nur dieses Mal gemacht, dass ich gehabt, dass ich dreimal drücken musste. Gut. Kannst du ihn aufheben? Doch, na schon. So, haben. Sag mal. Also wieder grau. Hey, jetzt macht das Spaß. Ich raus, Alter, kaufen irgendwelche Punkte. Achtung, Dozer hier direkt. Ja, da wollte ich jetzt nicht um ihn reinschießen. Lass ihn doch, renn doch nicht vor dem weg. Also mit dem mit vor dem weg oder so. Pengmas, heb ihn auf. Ich bin grau. Pengmas hebt gerade gar keinen auf, ich bin ebenfalls grau. Lebt er noch? Kann ich gleich zu dir hin? Ich helf ihm, weil ich helf ihn, ich hab ihn. Helf mit, weil ich bin eh grau. Ja, dadurch geht das aber nicht schneller. Ich muss eben Punkte regenerieren. Schildpunkte. Lade nach. Warum regeneriere ich kein Schild? Wir haben das letzte Geld. Wir können Ben Walle seine Taschen noch bitte reinschmacken. Runde! Gut, ich lauf nach hinten. Ja. Jeremy, heb ihn auf! Ich muss normal Standard wiederbleiben. Ja, der liegt los, weiter. So. Jeremy, mehr, Jeremy. Nimm mich rein! Jetzt! Ah, danke! Scheiße! Sehr gut gemacht, Walle. Sah aber schick aus. Ja, er ist einfach verschwunden. So. Tschüss! Ich bin weg! Spocky, beam mich hoch! wirklich! Im Sprung! Wupp! Ja, knapp ein bisschen. Und 60! Oh, kein 60 mehr! Oh! Oh. Na, fertig noch 55. Walle, wo siehst du das eigentlich so schnell? Leertaste gedrückt halten. Dann tust du das einfach überspringen, das Ganze. Ah, 57. Ich bin 57 geworden. Gute Nacht, Mö. Es war schön mit dir. Oh ja, auch ohne dich. Weil ohne dich macht mir nicht Sinn oder irgendwie so. Nicht ohne sein. So, danke fürs Zuschauen. Die komplette Version, also die komplette Lösung, sag ich mal, ohne Missgeschick. Findet ihr dann natürlich auch demnächst auf unserem Channel, YouTube, logisch. Zum immer wieder neu gemacht? Erleben. Achso, ach, das hier jetzt, ja, den Schnitt, ja. Ja, 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 ja. Was denn sonst? Ja, ja. Alles klar. Und sonst, ich hoffe, wir haben es eindrucksvoll demonstriert, dass man mal eben so Level 60 werden kann. Passt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis denn. Ciao.